Wir sind Helden und wir sind in Österreich beim Frequency Festival, kurz vor unserem Auftritt. So sehen wir dann aus. Später total Rock. Jetzt ganz entspannt. Jetzt roll. Jetzt total roll. Ich würde euch gern ein paar Fragen stellen zum Leben auf Tour und der Verarbeitung. Ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an die alte Gretchenfrage, die man vielleicht hatte, als man das erste Mal allein in Urlaub gefahren ist. So, mit dem Auto oder mit dem Zug? Wenn du ein Auto hast, dann hat man irgendwo eine große Kiste, wo alles rein kann. Und man weiß am Ende des Tages, wenn ich nur beim Weg vom Backstage in den Bus mich nur einmal umdrehe, und da liegt nichts mehr, dann wird alles in dieser Kiste sein. Und das ist, glaube ich, unser Rettungsanker auf Tour, um sozusagen nicht sich in seine Bestandteile aufzulösen. Obwohl es Teile der Band gibt, denen das etwas schwerer fällt. Ich zum Beispiel. Also ich bin tatsächlich jemand, der bei Stress so einen Tunnelblick entwickelt. Das Schwierigste finde ich aber am Auf-Tour-Sein die vielen Mikroentscheidungen. Und gerade mit Kindern ist man ja dann dauernd am Umentscheiden, weil man hat überhaupt keine Routine. Es ist nicht so, dass jeder Tag so und so verläuft, sondern man muss immer sagen, okay, wir gehen jetzt dahin, wir haben jetzt 2 Stunden Interviews, gehen die Kinder in den Park und wann treffen wir die wieder? Und dann kommst du da mit dem Shuttle hin und wie finden wir das und hast du dein Handy an? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass dieses Übermaß an Entscheidungen manchmal dazu führt, dass dann so ganz einfache Entscheidungen so eine Art Kurzschluss auslösen. Und wenn mich dann jemand fragt, wollen wir uns morgen um 10 oder um 11 in der Lobby treffen, dann macht das in meinem Gehirn so, dann sieht man nur noch so eine Null und ich kann die einfachsten Sachen nicht mehr entscheiden. Wo ist es zu Hause, wo ihr hingebracht werden wollt? Um es mit Johnny Cash zu sagen, wo ist zu Hause, Mama? In unserem Beruf, wenn wir Glück haben, ist das Zuhause irgendwie ein aufblasbares, mitnehmbares, was man in hässlichen Backstage-Räumen irgendwie auffalten kann. Das haben wir noch nicht ganz geschafft, das zu entwickeln. Ich hab ein äußeres Zuhause. Ich glaube, wir haben alle ein äußeres Zuhause, das wir sehr lieben. Aber das kommt natürlich über Strecken nicht so viel vor. Und dann tut man gut daran, ein inneres zu haben. Ja, ich glaube, man merkt immer dann, dass Zuhause kein wirklicher Ort ist, wenn man sich vorstellt, dass dann die ganzen lieben Menschen nicht mehr da wären, sondern eine Stadt weitergezogen sind. Da wird einem ganz schnell bewusst, dass Zuhause ist immer menschenabhängig. Und es sei denn, man ist Eremit, aber immer menschenabhängig, nicht wirklich ein Dach. Als wäre man nicht weg gewesen. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank.